Hallo und herzlich willkommen zum Mastery-Video, dem letzten Video aus diesem Zyklus zum Thema Geodreieck und Zirkel. Nachdem ihr in den letzten Videos gelernt habt, wie man richtig mit dem Geodreieck und dem Zirkel umgeht, werden wir heute zusammen spannende Sachen konstruieren. So kannst du das Arbeiten mit Geodreieck und Zirkel üben. Mein Name ist Malena. Und mein Name ist Paul. Wir üben auch heute wieder gemeinsam mit dir. Zuerst wollen wir dieses Kunstwerk, einen Stern in einer Box, gemeinsam konstruieren. Du brauchst ein Geodreieck, einen Bleistift, deinen Zirkel und ein paar Blätter Papier. Lege wieder ein paar Blätter Papier übereinander, damit dein Zirkel nicht in den Tisch sticht. Pausiere kurz, hole dir diese Gegenstände, damit du gleich mit uns arbeiten kannst. Nun mach mit und zeichne ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 6 cm. Stelle sicher, dass die vier Seiten im rechten Winkel zueinander stehen. Achte darauf, dass sich die Mittellinie des Geodreiecks mit der Strecke auf deinem Blatt deckt. Überprüfe nun selbst, stehen all deine Seiten im rechten Winkel aufeinander? Schaue dazu, ob die jeweils andere Seite des Quadrats deinen gelben Winkelbogen bei 90 durchquert. Super! Jetzt weißt du, dass du vier rechte Winkel, das heißt viermal Winkel zu je 90 Grad konstruiert hast. Nun nimm einen Radius von 3 cm in einen Zirkel. Verwende dazu am besten eine Hilfslinie. Stich dann in einen Eckpunkt des Quadrats ein. Ziehe einen Viertelkreis innerhalb des Quadrats. Wiederhole das bei jedem Eckpunkt. Und schon hast du einen wunderschönen Stern in einer Box. Nicht nur interessant für den Mathematikunterricht, sondern auch ein tolles Kunstwerk, falls du mal ein Geschenk für jemanden brauchst. Jetzt wollen wir dieses Bild, eine große Blume in einer Box, gemeinsam konstruieren. Zeichne hierfür, genauso wie vorhin, ein Quadrat. Diesmal konstruiere aber eines mit einer Seitenlänge von 9 cm. Achte wieder darauf, dass ein Quadrat vier rechte Winkel hat. Fertig? Dann lass uns weitermachen. Schnappe dir jetzt einen Zirkel, stiche in den Eckpunkt ein und drehe das Verstellrad, bis deine Bleistiftmine einen der Eckpunkte daneben berührt. Zeichne jetzt einen Kreisbogen und lass ihn am benachbarten Eckpunkt enden. Wiederhole diesen Vorgang bei allen Eckpunkten. Schon hast du dieses Meisterwerk, das darauf wartet, bemalt zu werden.
Zuletzt wollen wir gemeinsam ein regelmäßiges Sechseck, das heißt ein Sechseck mit 6 gleich langen Seiten und 6 gleich großen Winkeln, mit Geodreieck und Zirkel zeichnen. Schnappe dir dazu deinen Zirkel und ziehe einen Kreis. Diesmal darfst du den Radius sogar aussuchen. Wichtig ist nur, dass du die Zirkeleinstellung, also den Radius, nun nicht mehr veränderst. Suche dir nun einen beliebigen Punkt auf deinem Kreis, stich mit der Einstichspitze ein und schlage einmal auf dem Kreisbogen ab. Stich nun dort ein, wo der abgeschlagene Kreisbogen den Kreis schneidet und schlage erneut ab. Nun wiederhole diesen Vorgang, bis du dich einmal um den Kreis gearbeitet hast. Wenn du alles richtig gemacht hast, solltest du genau auf den ersten abgeschlagenen Punkt treffen. Super! Nun verbinde die nebeneinander liegenden Punkte mit einer Strecke und lege dazu dein Geodreieck ganz genau an. Nun betrachte deine Zeichnung. Du hast gerade ein perfektes Sechseck konstruiert. Lass uns nun noch zumindest 2 der Seiten messen. Sie müssen exakt gleich lang sein. Bei uns sind sie gleich lang, bestimmt ist es bei dir auch so. Super gemacht! Nachdem wir jetzt gemeinsam mit Geodreieck und Zirkel gezeichnet haben, bist nun du an der Reihe. Kreiere dein eigenes Kunstwerk. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das war also unser Videozyklus zum Thema Geodreieck und Zirkel. Wir hoffen, du hattest auch so viel Spaß wie wir dabei und konntest etwas lernen. Toll, dass wir zusammen arbeiten durften.